Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, herzlich willkommen in der wunderschönen Jugendherberge in Düsseldorf. Hier hat die Linke in Nordrhein-Westfalen auch ihren Einzug in den Landtag gefeiert gehabt, 2010. Und hier wollen wir feiern, dass wir 10 Jahre alt geworden sind. 10 Jahre alt. Im Leben eines Menschen, wenn ein Mensch 10 Jahre alt wird, in Deutschland ist es zumindest meistens so, dass es eine Zäsur darstellt. Denn meistens ist es so, dass man im 10. Lebensjahr auf die weiterführende Schule kommt und die Grundschule absolviert hat. Ich würde sagen, auch die Linke wächst jetzt aus den Kinderschuhen raus. Und wir können heute alle gemeinsam sagen, herzlichen Glückwunsch, Linke in NRW. Und für viele hier im Raum, für viele in der Partei Die Linke, ist natürlich auch Die Linke ein Ort, eine Heimat geworden, wo man verschiedenste persönliche und politische Erfahrungen gesammelt hat. Wir haben gemeinsam gelacht, wir haben gemeinsam gestritten, ja manchmal haben wir sogar gemeinsam geweint, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und ich persönlich kann sagen, gäbe es diese Partei nicht, dann würde es wahrscheinlich meine Kinder nicht geben. Denn in der Tat habe ich den Vater meiner Kinder in dieser Partei kennengelernt. Deshalb ist es für mich auch natürlich immer persönlich. Aber lasst uns über diese persönlichen Erlebnisse, über diese persönlichen Glücksmomente, vielleicht später ab 20 Uhr bei einem Glas Wein und bei einem Glas Bier reden. Ich glaube, dafür sollten wir uns heute auch die Zeit nehmen. Denn diese persönlichen Momente, dafür haben wir in der Tat manchmal wenig Zeit in der Partei, auf Parteitagen und anderen politischen Diskussionsforen. Die sind aber ebenso wichtig. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, mit der gemeinsamen Kandidatur von BASG und PDS zu den Bundestagswahlen 2005 hat es begonnen. Es war der gemeinsame Erfolg, der gemeinsame Wahlantritt, der uns dazu bewegt hat, diese neue Partei zu gründen. Einige, und auch das gehört zur Wahrheit dazu, waren dabei sehr euphorisch, andere waren kritisch, sehr kritisch. Aber letztendlich können wir heute sagen, das war genau der richtige Weg, dass wir gemeinsam Die Linke gegründet haben. 10 Jahre. Am Anfang habe ich gesagt, es ist eine Zäsur im Leben eines Menschen. Wenn wir es politisch betrachten, dann sieht es vielleicht etwas anders aus. Nächstes Jahr würde Karl Marx 200 Jahre alt und das Kommunistische Manifest wird 170 Jahre jung. Der Zusammenschluss des ADAV von Ferdinand Lassalle und der SDAP von August Bebel und Wilhelm Liebknecht fand vor 142 Jahren statt. Und dieses Jahr liegt die Oktoberrevolution nun 100 Jahre zurück. Vor diesem Hintergrund sind 10 Jahre in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung wahrscheinlich eine ziemlich kurze Zeit. Dies sollten wir auch uns immer wieder vor Augen führen, wenn die Ungeduld des einen oder des anderen mit unserer Partei überhand gewinnt. Dennoch finde ich, dass heute auch eine gute Gelegenheit ist, einen Blick zurück und einen Blick nach vorne zu wagen. Vor 10 Jahren war unsere Losung, nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Der Wille, die neoliberale Hegemonie zu durchbrechen, kanalisierte sich. 2007 war es soweit. Im Sommer wurde die Partei Die Linke gegründet und am 21. Oktober 2007 der Landesverband Die Linke NRW. Eine steinige Hürde wurde genommen, ein steiniger Weg lag hinter uns und dennoch ein langer steiniger Weg steht noch vor uns. Schließlich haben wir uns nicht weniger vorgenommen, als tatsächlich die Gesellschaft grundsätzlich zu verändern. Damals waren wir bereits direkt nach dem Zusammenschluss der beiden Parteien weit mehr als nur eine Fusion von BASG und PDS. Immer mehr Menschen kamen zu uns und wir haben die Partei gemeinsam gestaltet. Ich freue mich auch heute, hier viele Gesichter zu sehen, die von Anbeginn an dabei waren. Genauso freue ich mich aber auch über die vielen neuen Gesichter, die den Weg zu uns finden. Allein in diesem Jahr sind über 1500 Neumitglieder in NRW in die Partei eingetreten. Das ist ein gutes Zeichen dafür,
dass wir als Partei lebendig und attraktiv sind. Herzlich willkommen an alle Gründungsmitglieder, herzlich willkommen an alle Mitglieder, herzlich willkommen an alle Sympathisanten. Ich freue mich, mit euch heute gemeinsam feiern zu können. Am Anfang in der Gründungsphase war es die Hoffnung und der Erfolg, der uns zusammenschweißte. Der Wille, die neoliberale Hegemonie zu durchbrechen. Die SPD-Grün geführte Bundesregierung hatte das Gegenteil von dem umgesetzt, wofür sie eigentlich gewählt worden war. Deutschland war seit dem Zweiten Weltkrieg wieder in einem Kriegseinsatz beteiligt und mit der Agenda 2010 und den Hartz-Gesetzen wurden die größten sozialpolitischen Kürzungen durchgesetzt und Lohnabhängige wurden gegenüber den Unternehmen geschwächt. Dagegen formierte sich Widerstand. Es gab die Anti-Hartz-Proteste und auch in den Gewerkschaften formierte sich Protest. In Schweinfurt beispielsweise gab es sogar politische Streiks durch Kolleginnen und Kollegen. Dieser Widerstand hatte die gesellschaftliche Dynamik, die notwendig war, um unseren Parteibildungsprozess zu einem Erfolg zu machen. Als Partei haben wir dann diesen Protest auch in die Parlamente getragen und halten sie dort bis heute noch hoch. Wir können heute sagen, mit Stolz sagen, dass wir die neoliberale Rhetorik durchbrochen haben. Doch die Folgen der neoliberalen Politik sind noch allgegenwärtig. Wir werden weiterhin die Partei sein, die die soziale Frage in den Mittelpunkt stellt und die sich nicht damit abfindet, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. Wir sind nach wie vor die einzige Partei im Deutschen Bundestag, die den täglichen Skandal der Agenda-Gesetze thematisiert und wir sind nach wie vor die einzige wirkliche Antikriegspartei im Deutschen Bundestag und darauf, dass wir unsere Positionen nicht über Bord werfen, darauf können wir gemeinsam stolz sein. Am Anfang waren es auch sehr viele enttäuschte Sozialdemokraten und Grüne, die den Weg zur Linken fanden. Aber nicht nur. Es waren viele Menschen aus unterschiedlichsten politischen Traditionen und Strömungen, die zu uns kamen. Darüber hinaus waren es aber auch viele, die sich zum ersten Mal organisierten und in der Linken eine politische Heimat fanden. Und die Zahl der Neumitglieder hat sich seitdem kontinuierlich gesteigert. Es ist heute nur noch ein Bruchteil der Mitglieder, die jemals vorher in einer anderen Partei organisiert waren. Dennoch leben natürlich immer noch die verschiedenen Traditionslinien der deutschen Arbeiterinnenbewegung in all ihren Facetten auch in unserer Partei fort. Das macht auch viele Diskussionen so emotional. Schließlich ist das eigene Handeln und die eigene Position häufig auch identitätsstärkend. Ich denke, ich verrate hier kein Geheimnis, wenn ich sage, dass es nicht immer einfach ist, diese Traditionen und Linien unter einem Dach zu vereinen. Deshalb greift die Partei manchmal auch zu einer Zauberformel, die Formelkompromisse. Wie ich diese Begriffe liebe, Formelkompromisse, diejenigen, die beim Programmparteitag dabei waren, können sich bestimmt noch sehr genau daran erinnern. Sie waren und sind unser Fluch und unser Segen zugleich. Viele Diskussionen werden durch diese Formelkompromisse nicht wirklich geführt, sondern überdeckt. Gleichzeitig haben wir als plurale Linke aber auch den Anspruch, gemeinsam alle Linien zusammenzuhalten. Das ist manchmal schwer zu ertragen, es ist aber notwendig. Auf dem Bundesparteitag in Göttingen vor 5 Jahren hat uns genau diese Situation an den Rande der Spaltung gebracht. Damals war es Oskar Lafontaine, der sich vehement gegen die Spaltung ausgesprochen hat. Eine Spaltung darf es nur auf Grundlage fundamentaler politischer Differenzen geben, aber nicht aufgrund von Befindlichkeiten. Diese Wahrheit trifft auch heute zu. Die Geschichte unserer Partei hat sich nicht nur linear entwickelt, nicht nur linear nach oben entwickelt. Es gab und gibt auch noch Zeiten der Stagnation und Niederlagen. Und dasselbe gilt selbstverständlich auch für unseren Landesverband. Erfolge und Niederlagen können manchmal so nah beieinander sein, wie wir es als Landesverband im Mai diesen Jahres erleben durften. Jetzt stehen wir hier in NRW
gemeinsam vor der Aufgabe, die Partei weiterzuentwickeln. Wir stehen vor der Aufgabe, Bündnisse aufzubauen und eine starke und spürbare außerparlamentarische Opposition darzustellen. Aber es sind auch, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, manchmal diese Niederlagen, die uns zusammenschweißen, die uns reifer werden lassen. Eines wissen wir alle, ohne einen sehr langen Atem werden wir niemals erfolgreich sein. Deshalb müssen wir jetzt auch gemeinsame Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit finden. Wichtig bleibt, wir dürfen nicht nur auf Wahlen schielen. Auch außerhalb von Wahlen und Parlamenten wird eine starke Linke gebraucht. Mit dem Status quo dürfen wir uns einfach nicht abwenden. Das gilt sowohl politisch als auch organisatorisch. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, es sind herausragende Persönlichkeiten, ebenso wie unzählige Menschen, deren Namen nicht in Geschichtsbüchern auftauchen, die Geschichte schreiben. Das gilt auch für die Geschichte unserer Partei. Lothar Bisky, den wir heute auch hier gedenken, Gregor Gysi und nicht zuletzt auch Oskar Lafontaine, gilt unser Dank. Aber nicht nur Ihnen, sondern auch und vor allen Dingen den tausenden Mitgliedern, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz, ihrer täglichen Arbeit und Schweiß die Partei zu dem machen, was sie ist. Ohne all diese Menschen wären wir heute nicht hier. Einen herzlichen Dank an euch alle dafür. Am Anfang von unserem Parteiprogramm zitieren wir ein Gedicht von Bertolt Brecht. Ich möchte einige Zeilen daraus vortragen. Die Fragen eines lesenden Arbeiters. Wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? Und das mehrmals zerstörte Babylon? Wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern der goldstrahlenden Limas wohnten Bauleute? Wohin gingen am Abend, wo die chinesische Mauer fertig war, die Maurer? Das große Rom ist voll von Triumphbögen. Wer errichtete sie? Über wen triumphierten die Cäsaren? Hatte das vielbesungene Byzanz nur Paläste für seine Bewohner? Selbst in den sagenhaften Atlantis brüllten in der Nacht, wo das Meer es verschlang, die ersaufenden Nachbarn Sklaven. Der junge Alexander eroberte Indien, er allein. Cäsar schlug die Gallier. Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte untergegangen war. Weinte sonst niemand? Friedrich II. Siegte im Siebenjährigen Krieg. Wer siegte außer ihm? Jede Seite ein Sieg. Wer kochte den Siegesschmaus? Alle 10 Jahre ein großer Mann. Wer bezahlte die Spesen? So viele Berichte, so viele Fragen. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, diese Zeilen aus Brechts Gedicht treffen natürlich auch auf unsere Partei zu. Ohne die vielen Menschen, die alltäglich das Gesicht der Linken vor Ort sind, hätten wir die Geschichte unserer Partei nicht schreiben können. Und ohne die vielen, die weiterhin vor Ort sind, können wir die Geschichte dieser Partei nicht fortschreiben. Ohne die vielen auf der Straße können wir auch die Politik nicht verändern. Und genau deshalb müssen wir jetzt die Partei weiter voranbringen. Liebe Genossinnen und Genossen, der Aufbau der Linken in Deutschland diente auch in vielen anderen Ländern, insbesondere in Europa, als Beispiel. Die Krise der Sozialdemokratie ist nicht nur in Deutschland gegeben. Dennoch, auch unsere kurze Geschichte lehrt uns, dass es um mehr gehen muss, als lediglich ein Magnet in der Krise der Sozialdemokratie zu sein. Wir leben in einem Land großer historischer Erfahrungen. Lasst uns gemeinsam lehren aus diesem Erfahrungsschatz ziehen. Eine Lehre daraus muss sein, unsere Haltung in der Kriegsfrage sein. Die Linke muss eine konsequente antimilitaristische Kraft sein oder die Linke wird nicht sein. Nach 10 Jahren gemeinsamen Kampfes haben wir uns ein Stück gemeinsames Gedächtnis aufgebaut. Wir haben Erfahrungen gemacht und unsere Lehren daraus gezogen. Ein großes historisches Vermächtnis aus der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung in Deutschland bleibt uns aber erhalten. Wehret den Anfängen. Heute haben wir mehr als jemals zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik wieder mit der Gefahr von rechts zu kämpfen. Das ist unsere heutige historische Verantwortung und der müssen wir uns konsequent stellen. Auf uns ruhen nach wie vor die Hoffnungen. Das zeigen die vielen Neueintritte der letzten Monate. Deshalb lasst uns gemeinsam auch in den nächsten 10 Jahren miteinander ringen um den richtigen Weg.
Lasst uns aber eine starke Linke sein im Kampf gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft. Lasst uns eine klare Stimme für soziale Errungenschaften sein und lasst uns die Stimme für Frieden und Demokratie in diesem Land sein. Lasst uns wieder die Verhältnisse in diesem Land zum Tanzen bringen. Wir haben eine Welt zu gewinnen. Dafür wünsche ich uns allen ein gutes Gelingen auf die nächsten 10 Jahre, liebe Genossinnen und Genossen.